Klubobmann Dr. Strolz. Erster Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist Matthias Strolz von den NEOS. Dankeschön, Herr Präsident, Frau Ministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Bildungsinteressierte. Wir NEOS haben einen Vorschlag eingebracht, dass man die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Profession als Expertinnen und Experten mehr respektiert als bisher. Das heißt auch, sie stärker in die Freiheit zu entlassen, sie damit auch in die Verantwortung zu holen. Das ist ein international durchaus übliches Modell. Sie werden jetzt in der Debatte hören anschließend, dass NEOS hier verfolgt, ein Heier- und Feierpolitik und überhaupt ganz böse Dinge verfolgt. Faktum ist, das, was wir hier fordern, ist bildungspolitische Linie von Sozialdemokraten beispielsweise in vielen europäischen Staaten. Also das ist nichts Böses. Man kann darüber diskutieren, man kann es mögen oder nicht, man kann es für sinnvoll halten oder nicht, aber ich bitte alle Diskussionsbeiträge von irgendwelchen ideologischen Verkürzungen oder Pauschalierungen, Diffamierungen Abstand zu nehmen in weiterer Folge. Unser Vorschlag ist, dass wir tatsächlich die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen anstellen, beziehungsweise an den Trägerorganisationen im Rahmen unseres Autonomiemodells. Das heißt, dass dort natürlich auch die Auswahl und die Führung des Personals erfolgt, auch die Personalentwicklung erfolgt. Und ja, es gibt ein Bekenntnis von NEOS, die 5% an Lehrerinnen und Lehrer, die falsch in diesem Beruf gelandet sind, die sollen auch gekündigt werden können. Das ist in jedem anderen Beruf dieser Republik der Fall. Sie wollen ja auch nicht von einem Arzt operiert werden oder einer Ärztin, die das offensichtlich nicht kann oder ganz unglücklich ist in dem Beruf. Und wir sollten auch solche Leute nicht operieren lassen an unseren Kindern. Das ist nämlich oft so, dass natürlich Lehrerinnen und Lehrer das feststellen, jetzt habe ich 5 Jahre diesen Beruf, eigentlich ist nicht meiner, aber es sind nur noch 35 Jahre, das drucke ich schon noch durch. Und da kommen dann ganz beklemmende Verhältnisse für die betroffene Person heraus und auch für die jungen Menschen, die da verbogen werden in diesen 35 Jahren. Wir sind damit nicht durchgekommen. Das ist in Österreich unvorstellbar, weil irgendwo das einfach in den Köpfen keinen Platz hat, weil es die ÖVP, die Frau Jank kommt gerade, ist da herunten mehrfach gestanden, hat gesagt, Brigitte Jank, sie ist für eine volle Autonomie, auch personell. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dann fehlt hier die Entschlossenheit, der Mut. Dann kommt auch die Fußfessel des ÖAB zum Tragen, befürchte ich. Es gehen die Grünen auch leider nicht so weit mit. Die FPÖ, weiß ich nicht, trägt ja freiheitlich in ihrem Namen, hat kein Verständnis für diesen Vorschlag. Von der SPÖ habe ich es nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber weil ich weiß, dass es ihr emotional nicht schafft. Aber ich möchte euch einfach sagen, und das ist ernst gemeint, das ist Linie von sozialdemokratischen Parteien in vielen Staaten Europas, also ist kein Teufelszeug. Es geht um eine bessere Schule, und gute Schule findet dort statt, wo wir gute Lehrerinnen und Lehrer haben, und deswegen ist uns die Lehrerauswahl, die Lehrerfortbildung und eine kompetente Führung der Lehrerinnen und Lehrer besonders wichtig. Und ich bin bei Ihnen, dass wir natürlich eine andere Ausbildung auch der Direktorinnen und Direktoren brauchen. Lehrer sein, Lehrerin sein ist ein Expertinnenberuf. Wir sollten sie in dieser Profession, in diesem Professionsverständnis stärken. Und natürlich Schulleitung ist eine Führungsaufgabe. Auch das wird nicht respektiert, auch dazu wird zu wenig ausgebildet. Auch weil die Lehrergewerkschaft damit sehr happy ist, sage ich jetzt einmal, dass es hier keine Führungskraft gibt. Die Lehrergewerkschaft ist die Kompensationsführungskraft in der österreichischen Schule. Die werden gestört in ihrem Allmachtsanspruch, wenn hier plötzlich Schulleitungen in die Eigenverantwortung gehen. Nachdem wir mit diesem Antrag nicht durchkommen, werden wir immer wieder mit diesem Anliegen kommen. Einmal von links angefahren, von rechts angefahren, von oben angeflogen, von unten angelaufen. Wir werden da nicht aufhören. Wir werden die mündige Schule als unser Ziel weiter verfolgen. Wer mündige Menschen will, der braucht mündige Schulen. Parteipolitik muss raus bei der Direktorenbestellung, auch bei Lehrerbestellungen. Und Freiheit und Verantwortung muss rein. Weil uns die Lehrerinnenbildung und Führung so wichtig ist, hier auch noch ein Entschließungsantrag. Es geht darum, und dieser Entschließungsantrag kommt aus dem Barcamp, also wir haben im Parlament nicht nur NEOS-Freunde eingeladen, alle Bildungsinteressierte mit uns 3 Stunden Inhalte zu arbeiten, und wir bringen die dann gemeinsam ein. Hier haben auch alle anderen Parteien eingeladen, sich diesem Antrag anzuschließen.
Es ist ein wichtiger Punkt, dass wir bei der Auswahl der Lehrerinnen auf die soziale und emotionale Kompetenz auch besonderes Augenmerk legen und deswegen der Entschließungsantrag betreffend Berücksichtigung sozialer und emotionaler Kompetenz in Ausbildung und Auswahlverfahren hinsichtlich der Lehrerinnenbildung neu. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, ehestmöglich alle notwendigen Schritte einzuleiten, um im Rahmen der Lehrerinnenbildung neu sicherzustellen, dass in der pädagogischen Ausbildung und in Auswahlverfahren soziale und emotionale Kompetenzen eine hohe Relevanz erhalten. Diese Kompetenzen sind in der Elementarpädagogik bis zum Abschluss der Reifeprüfung sowohl für Schülerinnen als auch für Lehrerinnen erfolgskritisch und daher im Zuge der Ausbildung kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch als Auswahlkriterien bei Eintritt in pädagogische Studien heranzuziehen. Dem Auswahlverfahren müssen wissenschaftliche Kriterien zugrunde liegen. Lehrer sein, Lehrerinnen sein, das ist der wichtigste Beruf dieser Republik. Das Wichtigste, was wir haben, unsere Kinder, geben wir ihnen mit. Mindestens 9 Jahre, oft 12 Jahre, 13 Jahre. Dieser Beruf, den müssen wir ein Stück weit höher hängen in der Anerkennung, in der Ausbildung und in der Wertschätzung. Personelle Autonomie an allen Schulstandorten fordert Matthias Strolz von den NEOS. Gute Schule findet dort statt, wo es gute Lehrer gäbe. Als nächstes am Wort ist Elisabeth Grossmann von der SPÖ.